Hätte dieser LKW-Fahrer eine Sache beachtet, würden beide Gesichtshälften gleich aussehen. Ewige Jugend, gibt es das überhaupt und was sollte man machen? Mein Name ist Dr. Lies Martin. Ich bin eine der Ärztinnen der Online-Hautarztpraxis Dermalostik. Hier behandeln wir Patientinnen mit Haut-, Haar-, Nagelproblemen. Aber wir machen auch Tipps und Tricks zum Thema Hautunreinheiten und junges Aussehen. Die erste große Frage lautet, wieso altert überhaupt unsere Haut? Und dafür gibt es hier eine schöne Illustration, die die Haut darstellt. Ganz oben haben wir die sogenannte Oberhaut, die Epidermis. Darunter liegt die Stelle, die eigentlich altert und das ist die Dermis, die Lederhaut. Da befinden sich Kollagenfasern, elastische Fasern und eigentlich haben wir in der Jugend sehr viel davon, aber im Laufe der Zeit nimmt das langsam ab. Das, was dann passiert ist, dass die Haut an Volumen verliert. Dadurch fällt das Gesicht etwas nach innen ein und es kommt noch eine zweite Sache hinzu. Es gibt die sogenannten kleinen, feinen Fältchen, Knitterfältchen. Sie entstehen durch unsere Mimik, indem wir lachen, indem wir sprechen und unsere Muskulatur beanspruchen. Deswegen ist eine extrem gute Hautpflege sehr wichtig und das A und O. Falls du übrigens einen individuellen Hautpflegeplan von unseren Hautärztinnen erhalten möchtest, dann kannst du auch unsere App nutzen und dort Fotos von deinem Gesicht erstellen. Wir machen dann einen kompletten Pflegeplan mit Produktempfehlung. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu den zwei verschiedenen Faltenarten. Und zwar einmal die sogenannten mimischen Falten. Das sind große Falten, zum Beispiel im Bereich der Wangen. Man nennt es Nasolabialfalte oder auch die Stirnfalten. Die zweite Variante sind sogenannte kleine Knitterfältchen. Man kennt das bei Personen, die einen trockenen Hauttypen haben. Das bedeutet, wenn sie lächeln beispielsweise, entstehen ganz, ganz feine, zarte Linien. Das sind die Knitterfältchen. Die Ursachen dafür sind unterschiedlich. Die mimischen Falten entstehen durch unsere Mimik. Die Knitterfalten hingegen entstehen durch eine hohe Hauttrockenheit, sodass an der oberen Hautzellschicht plötzlich ein Feuchtigkeitsverlust stattfindet und dadurch entstehen diese kleinen Fältchen. Das heißt im Umkehrschluss, es gibt auch zwei Möglichkeiten, um Falten zu vermeiden. Hier kommen nun vier Tipps für dich, wie du die Hautalterung vorbeugen kannst. Nummer 1, eine gute Hautpflege, denn dadurch hast du eine hohe Hautfeuchtigkeit und vermeidest die vorhin angesprochenen kleinen Knitterfältchen. Nummer 2, Gesichtsyoga. Gesichtsyoga bedeutet, dass wir unsere Muskulatur stärken und damit auch das Bindegewebe. Dadurch haftet die Haut besser an und wir beugen ein bisschen der Hautalterung vor. Nummer 3. Dein Lifestyle ist extrem wichtig. Ausreichend schlafen, ausreichend viel trinken, aber auch die richtigen Nährstoffe in der Ernährung sorgen dafür, dass deine Haut einen Glow entwickelt. Nummer 4. Mein persönlicher Geheimtipp ist Sonnencreme. Sonnencreme sorgt nämlich dafür, dass die UVA-Strahlen nicht in die Tiefe kommen und dort das Bindegewebe schädigen. Das bedeutet, durch einen täglichen Sonnenschutz, wenn man rausgeht, beugst du dem vor. Mein vierter Tipp war Sonnencreme. Und bei der Sonnencreme gibt es zwei Arten des UV-Schutzes, UVA und UVB. Aber was sind die Unterschiede? UVB ist eigentlich das, was dich schützt vor einem Sonnenbrand. Merk dir einfach B für Burning, also der Brand. UVA hingegen schützt vor der Hautalterung oder Aging. Und die besten Produkte sind die, die beides kombinieren. Bei Instagram dreht sich diese Woche alles rund um das Thema Hautalterung. Also kannst du da einfach vorbeischauen. Und wenn du weitere Fragen hast, dann komm doch einfach zu unserem Blog dermanostik.com. Oben rechts findest du den Reiter. Ich verabschiede mich und wünsche dir noch einen schönen Tag.